Jo Leute, was geht? Freunde, ich habe mir ein neues Auto gekauft in GTA 5. Wollt ihr es sehen, Leute? Ich würde sagen, wir zeigen euch das Auto. Let's go! Ja, habt ihr gedacht, ich habe jetzt ein teures Auto bekommen? Nein, Leute, ich muss euch was gestehen. Wir haben gefühlt kein Geld mehr. Also ich weiß nicht, Leute. Wahrscheinlich hat Franklin alles in sein Merch oder in mein Merch investiert. Und deswegen hat er momentan tatsächlich kein Geld. Irgendjemand hat auch unsere Autos genommen. Also ich weiß nicht, wer das war. Aber irgendjemand, ich glaube, das war komisch. Ich habe gestern Abend so ein komisches Geräusch gehört. Oh Mann, ich weiß nicht was. Simeon? Simeon, was? Warum kommst du jetzt plötzlich zu mir? Simeon, was? Ja, ich bin Hey, hey, Simeon, was ist los mit dir, Simeon? Hallo? Schönes Auto hast du da. Ja, danke schön. Ich musste es von der Straße aufgabeln, weil gestern Abend mir irgendjemand meine Autos geklaut hat. Das tut mir wirklich leid für dich. Ja, und dazu habe ich auch noch mein ganzes Geld verloren, das im Auto war. Ich weiß, das ist echt ein komischer Zufall, nicht wahr? Ja, ein wahrer Zufall. Hehe. Warum ist das witzig, Simeon? Ich kann dir helfen, okay? Dann schieß los. Wie kannst du mir bei meiner Situation helfen, dass ich mehr Geld und ein cooles Auto bekommen. Hast du Lust auf ein Ferrari? Ja, Ferrari hätte ich schon Bock irgendwie. Es gibt ein Autohaus in der Stadt, das neu ist. Ich hasse Konkurrenz. Du wirst alle Ferrari-Autos klauen und zu mir bringen, dann darfst du zwei der Ferraris für dich behalten. Oh mein Gott, das ist voll das nette Angebot, Simeon. Warum bist du so ein netter Mensch? Das freut mich ja. Warte mal kurz. Woher weißt du, dass meine Autos bitte schon verloren gegangen sind? Und wieso bist du genau mit diesem Angebot jetzt zu mir gekommen? Okay, ich geb's zu, ich habe deine Autos genommen. Was? Du hast meine Autos genommen? Okay, das hätte ich mir eigentlich auch schon denken können. Simeon, dann weißt du was? Du bringst mir diese Autos zurück und wir, sonst kriegt's gleich eine Haue von mir. Ich gehe auf drei Autos. Ich bekomme drei Autos. Ist das in Ordnung? Okay, von mir aus. Machst du den Job? Ja, ich mache den Job, Simeon. Alles klar. Leute, wir wissen also, was wir heute in dieser Episode tun werden. Wir werden heute ein Ferrari-Autohaus in GTA 5 ausrauben und alle deren Autos mitnehmen. Wo ist dieser Ort eigentlich? Ich glaube, der ist im Zentrum von Los Santos, wie Simeon gerade gesagt hat. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg, Leute, mit dieser Schrottkiste. Ich werde sie hoffentlich das letzte Mal benutzen müssen. Machen wir uns sofort, Leute, auf den Weg in dieses Autohaus und werden dort die krassesten Ferrari-Modelle erstmal inspizieren und dann, Leute, diese Location auskundschaften, um herauszufinden, wie können wir am besten nachts dann den Laden ausrauben. Okay, also auf meinem Navi meinte Simeon, dass sich das neue Ferrari-Autohaus links von dieser Kreuzung befindet. Dann schauen wir mal nach. Scheint auch gerade ein bisschen wenig los zu sein auf den Straßen. What? Oh Leute, ich sehe ihn. Da ist er. Das ist es. Da ist das Ferrari-Autohaus. Und da ist das Ferrari-Logo, wie man sehen kann. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich sollte definitiv mich nicht mit diesem Auto vorstellen. Ich fahre jetzt mal zurück. Ich parke das Ding einfach irgendwo. Oder weißt du was? Ich lasse es einfach auf der Straße stehen. Es ist nicht mehr mein Auto, okay? Ich hoffe, dass niemand mich mit diesem Auto erkennt. Sonst lassen sie mich nicht rein. Aber ja, Leute, ich meine, er trägt immer mein Merch. Und damit kommt jeder in den Ferrari-Shop. Leute, Link in der Beschreibung. Checkt mal gerne mein Merch ab. Sehr bequeme Hoodies natürlich auch für den Winter, Leute. Okay, das ist es, Leute. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hinein und schauen uns mal den Ferrari-Shop einfach mal an. Wow. Alter, wie groß das hier einfach ist. Und da sehe ich schon ein paar Ferrari-Modelle. Oh, da kommt... Ist das der Verkäufer? Guten Tag. Sind Sie der Besitzer dieses Ladens oder so? Ganz recht. Ich bin der Besitzer dieses Ferrari-Ladens. Was möchten Sie kaufen? Also ich schaue mich erstmal gerade um, aber ich habe tatsächlich so Interesse an etwas teurem ungefähr. Also, ja. Da sind Sie genau richtig bei uns. Unsere Modelle sind alle unter 100.000 nicht zu haben. Die fangen erst ab 220.000 Euro an. Ist das etwas für Sie? Ja, klar. Also, ich meine, Leute, ich habe geheimerweise keine Dollar dabei, aber ja, klar, natürlich. Das ist alles, aber wissen Sie, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich schaue mir mal kurz ein paar Modelle an. Können Sie mir vielleicht ein paar Modelle zeigen? Die günstigen Modelle starten auf der rechten Seite. Kommen Sie mit. Okay, alles klar. Dann zeigt er uns jetzt erstmal diese Fahrzeuge. Yo, was ist das für ein Modell? Der ist ja cool. Oh, das ist ein ganz hübscher. Was ist denn das für ein Auto? Das ist der F430 Scuderia. Kostenpunkt 220.000 Euro. Und auf der Seite haben wir den F8 Tributo. Kostet 350.000 Euro. Wow, okay. Ja, die sind ganz schön happig, muss man sagen. Aber ist natürlich auch für diese Qualität das Ganze wert, nicht wahr? Eine Frage habe ich. Haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich natürlich. Keine Sorge, machen Sie sich keinen Kopf. Ich bin hier, um mich erstmal
erstmal umzugucken und morgen komme ich dann mit dem Geld vorbei und werde diese Autos dann locker kaufen. Keine Sorge. Also Leute, aber ich habe eine Frage. Kann ich vielleicht in eins dieser Autos kurz reingehen? Mal so ein bisschen, weiß ich nicht, so testen? Vielleicht fahren wir mal mit einem der Autos schon so eine kleine Spritze und kommen nicht mehr nach Hause. Warten Sie kurz hier. Ich hole nur die Schlüssel, dann können Sie eine kleine Spritztour machen. Alles klar, das klingt sehr nett. Dann bin ich sehr gespannt. Okay, da ist er auch schon. Na gut, dann gehe ich jetzt mal in das Auto rein und wir können gucken uns das mal an. Boah. Okay, der Wagen klingt gar nicht schlecht, ne? Also, ich würde sagen, der ist durchaus in Ordnung. Sagt der Wagen Ihnen zu? Ja, natürlich, aber ich muss den noch ein bisschen fahren, nicht wahr? Fahren Sie jetzt eben rechts und kurz raus, dann können Sie in das Testgelände und den Wagen ein bisschen testen. Machen Sie bitte nichts kaputt. Okay, dann fahren wir mal, Leute. Wir gönnen uns ein bisschen... Ui, okay, alles klar, dann fahren wir mal nach rechts. Wow, bloß keine Kratzer machen. Und wir fahren jetzt auf das Testgelände, alles klar. Können Sie das Tor aufmachen? Ah, okay, danke schön. Ja, gut, super. Dann fahren wir mal damit so ein bisschen und... Wow, Alter, der Wagen ist ja mega cool. Italienische Handwerkskunst. Perfektes Auto für Sie. Ja, da haben Sie definitiv recht. Man muss sagen, dieser Wagen, der ist schnell. Hört sich ja auch mal an im Tunnel, Leute, was er für einen Sound macht. Oh, Alter, der geht richtig ab. Okay, und da ist dann die Einfahrt. Alter, der Wagen ist ja übelst cool. Oh mein Gott. Wow. Okay, wir fahren den Wagen jetzt wieder mal rein. Let's go, Alter. Der Wagen ist so schnell und so nice zu fahren. Der macht richtig, richtig Spaß. Hui. Was war das? Was das war? Ja, ich habe gerade kurz Radiosound aufgedreht. Das war übelst laut, deswegen habe ich es wieder leiser gemacht. Ich weiß nicht, habe ich den Wagen jetzt zerkratzt? Oh nein. Leute, die Stoßstange steht ab. Okay, ich hoffe mal nicht, dass wir dafür eins aufs Maul bekommen. Mister, ist es in Ordnung, wenn ich den Wagen einfach mal kurz hier in der Ecke stehen lassen kann? Kein Problem. Unsere Mitarbeiter werden den dann später wieder in den Verkaufsraum bringen. Alles klar, danke schön. Okay, Leute, ich, alles klar, dann zeigen Sie mir mal gerne noch die anderen Autos. Bitte schauen Sie sich den Schaden nicht an. Oh, let's go, Leute, okay. Wie gesagt, ganz, ganz gefährlich. Alles klar. So, diese drei Fahrzeuge, was kosten die denn alle? So zusammen. Da hätten wir einmal den LaFerrari, 3,5 Millionen Euro. Den Wagen haben sie gerade Probe gefahren. Und den J50 für 3 Millionen Euro. Wow, einfach Fahrzeuge, Leute, die über 3 Millionen Euro kosten. Das ist krass. Kann man den vielleicht Probe fahren? Tut mir leid, Probefahrt nur für Stammkunden. Okay, alles klar. Aber ich glaube, da gibt es doch noch oben ein Fahrzeug. Oder habe ich das richtig gesehen? Den Wagen habe ich ja gerade hier auf der Seite gesehen. Den haben sie ja mehrmals. Aber was ist da oben? Sind da oben noch mehr Autos? Ich glaube nicht, dass diese Fahrzeuge oben ihrem Preisniveau entsprechen. Aber wissen Sie denn, wie viel Geld ich habe? Warum unterstellen Sie mir als Ferrari-Verkäufer, wie viel Geld ich habe? Okay, wie Sie meinen. Lass uns hochgehen. Okay, so will ich das richtig hören. Also da muss wohl wirklich was richtig Teures sein da oben. Okay, scheint wohl so, Leute, als müssten wir tatsächlich ein Team aufstellen, mit dem wir dann die ganzen Fahrzeuge ausrauben. Okay, dann bin ich doch mal gespannt, was ihr hier oben habt. Und ist das ein Formel-1-Wagen? Den verkauft ihr hier? Alter, kein Wunder, dass Simeon Angst vor der Konkurrenz hat, wenn die einen Formel-1-Wagen hier einfach verkaufen. Darf ich da reingehen? Ich hoffe mal. Ich gucke mir den mal an. Leute, der Wagen ist ja krass. Wie heftig. Und der Wagen sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Ich würde raten, dass der linke, der ist eindeutig teurer. Der rechte, keine Ahnung, der kostet vielleicht 20.000 oder so. Fangen wir an mit diesem Modell. Hierbei haben wir den Formel-1-Wagen aus dem Jahr 2022. Und zwar der sogenannte F1 75. Kostenpunkt ca. 5 Millionen Euro zum Angebot für Schnäppchen. Gefolgt davon kommt dieser alte Klassiker. Und zwar ist das ein 1962er 250 GTO. Für unglaubliche 48 Millionen Euro. 48 Millionen? Was? So viel Geld? Der Wagen kostet so viel? Das muss ja ein absoluter Klassiker sein. Okay, alles klar. Das ist zu heftig, Leute. Das ist... Was? So teuer einfach. Okay, Mister, ich komme dann morgen nochmal vorbei. Ich werde dann noch meine große Einkaufsliste abarbeiten. In Ordnung? So, Leute, wir müssen uns überlegen, wie können wir in dieses Autohaus reingehen, wenn es abends geschlossen... Yo!
Da, seht ihr da oben? Da ist eine Lücke. Wenn ich es schaffen könnte, von dieser Lücke hier runter zu springen, ohne mich zu verletzen, dann könnte ich durchaus in das Autohaus hineinkommen. Dann müsste ich das Garagentor öffnen und von dort aus können wir lautlos alle Ferraris mitnehmen. Genau das könnte der Plan sein. Okay, Leute, mittlerweile ist es Abend, das heißt Tag des Raubes. Wir haben momentan 0 Uhr und haben Zeit, Leute, bis 8 Uhr morgens, bis der Ferrari-Laden eröffnet, um alle Fahrzeuge aus diesem Laden rauszunehmen. Wir probieren es, Leute. Es wird nicht leicht werden. Ohne einen Alarm auszulösen, wäre, indem ich versuchen könnte, auf das Dach zu kommen. Aber, Leute, sollen wir es probieren? Ich glaube, wir gehen auf den Macebank Tower drauf und von dort aus springen wir auf das Dach. Ich glaube, das ist das Machbarste. Alles klar, Leute. Wir sind jetzt auf dem Macebank Tower drauf und jetzt probieren wir von hier aus einen Base-Sprung in diesen Ferrari-Shop zu machen. Wo war der nochmal? Ich glaube, der war irgendwo hier hinten. Alles klar, Leute. Wir springen und let's go. Alles klar. Achtung, wir machen jetzt den Geheimeinsatz. Das wird so heftig werden. Okay, befinden tut sich das ja da. Hoffentlich, ja, da befindet es sich, Leute. Alles klar, wir setzen zur Landung an. Vorsicht, das wird eine harte Landung. Franklin, mach bloß nichts falsch. Wow, wow. Wir sind drin. Das ging ja... Oh nein, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Das ging ja leichter als gedacht. Ach nee, jetzt haben wir das Glas gebrochen. Boah, das gar nicht mal so schlecht ist. Ich glaube, da befinden sich die ganzen Autoschlüssel. Okay, meint ihr, wir könnten da unten durchkrabbeln? Okay, ich glaube schon. Let's go, Leute. Let's go, wir haben es geschafft. Okay, ich glaube, die meisten Türen sind tatsächlich abgeschlossen. Aber, jo, da befinden sich die Autoschlüssel, Leute. 6 Autoschlüssel sind es in der Zahl. Genau die Fahrzeuge, genau die Anzahl der Autos, die wir auch haben wollten. Also gönnen wir uns das. Okay, alles klar. Ich glaube nicht, dass ich hier durch kann oder... Oh. Die Tür war offen. Na gut, dann ist das Ganze weniger spektakulär. Aber ja, lass uns mal diese Tür hier öffnen. Und dann holen wir uns schon mal, Leute, den ersten Wagen. Und ich frage mich gerade nur, wie bekomme ich die hier raus? Muss ich das Glas dafür zerstören? Ich glaube, Leute, die nehmen wir uns als letztes. Es scheint halt wirklich schwieriger zu sein. Oh, und da ist der Verkaufsraum. Gönnt euch mal, Leute, wie schön das aussieht. Und lasst auf jeden Fall, Leute, einen Daumen nach oben da, falls wir noch eine weitere Ausrauben-Episode von einem Autohaus machen sollen. Sollen wir als nächstes den Lamborghini Store machen. Also, lasst ein Like da und drückt mal gerne auf den Abonnieren-Button. Und an alle Leute, die auf den Fernseher schauen. Ich weiß, ihr guckt das Video auf dem Fernseher. Drückt mal eben ganz kurz unten rechts irgendwie auf den Kanal und abonniert mal gerne den Kanal, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Okay, also welches Auto sollten wir uns als erstes vorknüpfen? Ich glaube, wir nehmen den LaFerrari. Oder wir nehmen halt diesen Wagen. Komm, ich nehme den Wagen, Leute. Den bin ich noch nie gefahren. Und in den steigen wir jetzt mal ein. Alles klar, versuchen wir mal ruhig zu sein, ohne einen Alarm auszulösen. Und ja, der Sound ist gut. Der Sound ist gut. Ist es ein Hybrid oder so? Der lässt sich auch sehr, sehr ruhig fahren. Okay. Okay, hier durch geht's. Und das Tor öffnet sich auch. Das ist sehr gut. Alles klar. So, dann bringen wir den Wagen mal rüber. Der ist wunderschön. Der ist so nice. Auch das Heck habe ich überhaupt nicht beachtet, wie schön der Wagen ist. Und damit jetzt, let's go. Whee! Oh mein Gott, Alter. Der fährt sich auch übelst cool. Wow. Alter. Was eine Kiste, Leute, dieser Ferrari. Und jetzt nach rechts. Let's go. Und hier und da und Vorsicht. Nein, nicht irgendwas kaputt machen. Ich will nichts kaputt machen an diesem Wagen. Der hat sogar am Lenkrad so ein Drehzahlmesser. Ist das cool. Oh, der Sound ist auch Hammer, Leute. Der Sound ist so gut. Okay, wir sollten das Ganze zu Simon ins Autohaus bringen. Ich fahre jetzt in die falsche Location. Aber immerhin, Leute, wir haben schon ein Auto ausgeraubt. Hoffentlich läuft es so planmäßig wie gerade eben. Ist der Wagen cool. Okay, da ist Simons Autohaus. Wir bringen den Wagen jetzt direkt rein. Nein! Oh, nee. Das zieht er mir von mein... Nein! Okay, da kann ich nichts dafür, dass ich... Leute, ich hab den Wagen... Och, nee! Nein! Nein, 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 nein! Ich will nur auf den Bordstein! Lass mich auf den Bordstein! Lass mich auf diesen Bordstein! Ich will doch... Ah, komm schon! Warum ist das so schwer, hier drauf zu fahren? Okay. Hat funktioniert.
Ja, Mann, nice, Leute. Der Wagen ist wie neu. Wir haben ihn überhaupt nicht zerkratzt oder zerstört. Nein, 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 überhaupt nicht. Ei. Oh, das tut weh, den anzusehen. Aber ja, Leute, Simeon richtet das schon. Okay, Zeit, sich das zweite Auto zu schnappen. Ich hoffe, dass hier jetzt keine Sicherheitsmaßnahmen eingeschlagen wurden oder so. Okay, bisher sieht noch alles ganz gut aus. Wie viel Uhr haben wir? 3 Uhr morgens. Okay, als nächstes schnappen wir uns, Leute, mal den LaFerrari. Da gehen wir jetzt rein. Okay, die Autoschlüssel davon hatten wir. Und jetzt probieren wir hier rauszugehen. So, und Tor, öffne dich. Tor, öffne dich. Warum öffnet sich das Tor nicht? Tor, warum geht es denn nicht auf? Ich komme hier nicht raus. Leute, warum komme ich hier nicht raus? Meint ihr, wir kommen durch den Haupteingang rein, raus? Oder wir nehmen den hier. Das könnte doch machbar sein, oder? Leute, das wird den Wagen zerkratzen, aber egal. Aber es funktioniert, es funktioniert. Wir kommen so raus. Auch wenn ich vielleicht habe ich gar keinen Kratzer gemacht. Leute, der LaFerrari, ist das nicht ein geiler Wagen? Oh mein Gott, oh. Warum? Der Wagen hat ja gar keinen Kratzer. Oh mein Gott. Der hat ja gar keinen Kratzer davon getragen. Das ist ja cool. Nice, da wird sich Simeon freuen. Aber erstmal muss ich diese Fahrt überstehen bis zu ihm in sein Autohaus. Und ich fahre gerade wirklich wie der letzte Vollidiot. Nein. Nein, Mülleimer. Aber immer noch kein Kratzer. Geil. Der Wagen ist unzerstörbar. Und der Sound, Leute, erstmal. Hört euch das an. Okay, okay, kann man machen. Kann man machen. Junge, das Ding, pam, 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 Alter. Das Ding, bam, 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 bam. Junge, das Ding ist wahr. Wir haben immer noch keinen Kratzer. Ich hoffe es zumindest. So, es sieht aber wirklich danach aus, als hätten wir keinen einzigen Kratzer, Leute. Nichts, gar, naja, oder? Ich glaube nicht. Also, von hier aus kann ich nicht erkennen. Ja, so eine kleine Beule an dem Scheinwerfer. Aber das sieht man doch gar nicht. Also, okay, aus dem Winkel sieht man es ein bisschen mehr. Aber ey, traumhaft, Leute. Ich habe den Wagen gut in gutem Zustand zurückgebracht. Auf geht's zum dritten Auto. So, da wären wir. Und rein da. Ui, und wir sind wieder da. Leute, die sollten mal die Decke ein bisschen dichter machen, ne? Aber wie viel Uhr haben wir? Oh, 5 Uhr morgens. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Ich weiß nicht mal, wie wir diese Fahrzeuge rausbringen sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wir könnten es probieren, ne? Probieren wir es mal. Okay, Leute, komm. Wir steigen jetzt in den Wagen. Und den teuersten Wagen, den gönnen wir uns ebenfalls. Ne? Den gönnen wir uns ebenfalls. So, wie soll ich den Wagen denn jetzt bitte aus diesem Teil raus befördern? Ist das Ding gerade durch die Decke gefallen? Okay, ich glaube, das erklärt auch, wie das Teil hier reingekommen ist. Was? Das ist ja interessant. Oh nein. Nein, wir haben 3 Sterne bekommen. Nein. Nein, 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 nein. Ich fahre mit dem Formel-1-Wagen jetzt, Leute. Wir flüchten jetzt im Formel-1-Wagen vor der Polizei. Nein, 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 nein. Wir haben zwar 5 Uhr morgens, aber ich werde diesmal nicht geschnappt. Und mit diesem Wagen könnt ihr mich auch nicht holen. Das Ding hat unendlich Grip. Nein, nee, oh, Alter, das ist so ein auffälliger Wagen, den gibt's nur einmal auf der Welt. Ich meine, den fährt ja Charles Leclerc. Das heißt, wenn ich sein Auto habe, bedeutet das, dass er nächste Woche nicht dabei ist in den USA beim Rennen? Ich glaube schon, Leute. Oh Gott, wie kann ich den 3 Sternen entkommen? Das Ding ist so schnell. Wow, es rutscht null. Es rutscht nichts, gar nichts. Unendlich Grip. Linkskurve mit Vollgas. Oh, okay, der Wagen ist stabiler, als ich dachte. Oh, nein, 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 nein. Die Polizei hat mich wieder gesehen. Weg hier. Fahr, fahr. Okay, so, jetzt nach links. Ah, okay, wir bringen hier einfach ein Simeons Auto aus und verstecken uns da. So, und jetzt hier nach rechts. Au. Okay, Simeon, ich würde sagen, den Wagen empfehle ich, dass du den einfach hier behältst. Da ist er ja auch schon. Simeon, da bist du ja. Guter Job, Franklin. Noch 3 Autos. Oh, schön, 3 Autos, während ich hier mit 3 Sternen verfolgt werde. Ich glaube, das Ding wird Wellen schlagen. Ich denke, dass das Ferrari-Autohaus mittlerweile den Notruf eingestellt hat. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob der Laden auf hat. Es ist jetzt 8 Uhr morgens. Wir brauchen noch 3 Autos. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wir könnten es irgendwie probieren, heimlich zu machen, während der Typ abgelenkt ist. Aber hey, wo ist die ganze Kundschaft? Yo, wo sind denn die Autos hin? Oh, da ist... Der Typ ist gerade mit dem Polizisten am Verhören. Oh, er kommt zu mir. Nein, nein, nein. Es tut mir leid, Mister.
Aber leider kann ich Ihnen heute kein Auto verkaufen. Ich weiß, Sie hatten viel Geld dabei, aber wir hatten einen Überfall. Einige unserer Autos wurden geklaut. Was? Wer klaut denn Ferraris? Das gibt's doch nicht. Voll blöd, ey. Ich bin gerade gekommen mit Geld und ich würde gerne ein Auto kaufen. Tut mir leid. Kommen Sie vielleicht morgen wieder vorbei. Ja, okay. Das ist natürlich blöd, ne? Das ist halt sehr, sehr, sehr blöd. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir machen Folgendes. Wir kommen jetzt am nächsten Abend nochmal vorbei und schauen mal, wie sich die Lage dann entwickelt hat, weil unmöglich können wir jetzt noch einen der Autos ausrauben. Wir kommen aber am nächsten Tag nochmal vorbei. Okay, jetzt ist der nächste Abend. Wir haben noch 3 Fahrzeuge vor uns und wir gucken mal, ob sich hier was geändert hat an der Lage. Ich glaube nicht, oder? Oh nein, da ist jemand bei dem einen Auto. Und da... Die Polizei ist hier, Leute. Die haben jetzt tatsächlich Sicherheitspersonal eingestellt. Kommen wir hier vielleicht durch? Ey, das gibt's doch nicht. Die haben die Tür auch noch abgeschlossen. Aber warte mal, kann ich die nicht irgendwie aufbrechen? Ah, Leute, ich sollte versuchen, das Sicherheitspersonal erstmal auszuschalten, bevor ich diese Tür aufbreche. So, einfach mal den hier. Zack. Okay, keine Geräusche gemacht. Und den auch. Alles klar. Das war sehr, 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 sehr lautlos. Jetzt müssen wir einfach... Alles klar. Okay. Okay, können wir da jetzt durch? Ich glaube... Ja, oder nein? Ich glaube, es wird schwer. Yes. Okay, es sollte gehen. Leute, das ist hier der 34-Millionen-Dollar-Wagen. Der Wagen sollte so unfassbar teuer sein. Okay. Der Sound ist krass. Gönnen wir uns mal den Sound. Oh Gott. Ja, Mann. Okay. What? Oh Gott. Moment. Okay. Ich glaube, der hat das einfach nicht gecheckt, was hier gerade abging. Okay, haben wir einen Alarm ausgelöst? Bisher nicht. Alles in Ordnung. Aber gönnt euch mal dieser Auspuff. Wie cool ist dieser Auspuff an dem Wagen? Das Ding ist wirklich krass. Okay, 34 Millionen Dollar, die ich gerade fahre. Und die Beschleunigung. Oh mein Gott. Das lässt sich sehen. Der Wagen hat auch echt eine krasse Pace. Wow. Oh, der ist wunderschön, Leute. Der ist wirklich, wirklich schön. Bringen wir den Wagen also noch und die restlichen 2 Leute. Und dann haben wir tatsächlich den gesamten Laden ausgeraubt. Bis auf ein paar Duplikate, die sie drin hatten. Und rein damit. Boah, ist der schön. Leute, der ist schon schick. Okay, Leute, ich habe es jetzt geschafft, noch die anderen beiden Fahrzeuge rauszunehmen. Das heißt, der Laden ist fast komplett leer. Und Simeon besitzt jetzt alle Modelle, alle verschiedenen Modelle, die er ausgestellt hat. Und wir dürfen jetzt 3 Modelle entscheiden, welche wir behalten dürfen. Das heißt, schreibt jetzt gerne in die Kommentare, welches der Ferrari-Modelle findet ihr tatsächlich am schönsten, Leute. Findet ihr die Nummer 1 vielleicht am besten? Findet ihr die Nummer 2 am besten, Leute? Diesen alten Oldtimer. Dann die Nummer 3 findet ihr den Wagen vielleicht doch cool. Die Nummer 4, Leute, mit dem LaFerrari. Dann haben wir die Nummer 5 mit dem, ich glaube, das war der J50. Also ja, der ist ein bisschen broken. Oder wollt ihr den Formel 1 Wagen, die Nummer 6? Schreibt jetzt gerne, Leute, die 3 Lieblingsnummern in die Kommentare hinein. Welche der Wagen wollt ihr behalten? Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Welches Auto aus sollen wir als nächstes ausrauben? Rein damit in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.